anderes tun, als hier Wache zu halten. Wo ist sie? Wo ist sie? Wo nein, wo ist sie nur? Tipptopp. Jetzt ist nur die Frage, wo hier der berüchtigte Gegner ist, ne? Also, beziehungsweise, ob ich den jetzt schon machen kann. Oder ob der erst später freigeschaltet ist. Das weiß ich natürlich nicht. Ich meine, ich könnte mir gut vorstellen, dass ich den schon finden kann. Aber erstmal holen wir jetzt unsere Herausforderung ab. Denn da müssen wir ganz definitiv gucken. Dass wir. Wie heißt es? Den finden, wenn wir den finden können, ja? Aber wie gesagt, es kann sein, dass wir das erst später machen. Ich würde sagen, wir machen jetzt. Ja, komm, wir lassen uns den letzten Kampf für später noch. Weil sonst wird der auf der Karte angezeigt werden. Ich glaube nicht, dass wir das können. Wir machen jetzt noch ein letztes Gespräch für heute. Und dann kriegen wir das schon hin. Also den machen wir dann einfach irgendwann später. Last but not least letzten Endes, ne? Irgendwann werden wir ihn auf der Karte haben. Wir werden den auf jeden Fall besiegen, bevor es zum Finale geht. Ich habe keine Ahnung, wo ich ihn jetzt noch suchen soll, muss ich sagen. Also, der Grimm und der Weiße Wolf waren auch auf der Karte eingezeichnet, obwohl ich in der Höhle nie war. Deshalb gehe ich einfach davon aus, dass der auch einfach auf der Karte aufploppt, wenn er da ist. Ich glaube, wir können den noch nicht machen. Ich weiß es aber nicht. Ist nur eine Vermutung. Deswegen reden wir und warten einfach. Und wenn wir dann vor der letzten Mission sind, können wir immer noch auf die Suche gehen zur Not. Manche Tage sind schwieriger als andere. Das ist korrekt. Nati. Ist alles in Ordnung? Manchmal verdränge ich die Abwesenheit meines Vaters und finde für ein, zwei Tage Frieden, aber jetzt gerade nicht. Ich vermisse ihn, vermisse es, mit ihm zu laufen, vermisse das Matabeleland. Er sollte noch hier sein und ich bin schuld, dass er es nicht ist. Es ist nicht deine Schuld, Nati. Du hättest nichts tun können, um es zu verhindern. Das sagt meine Mutter auch. Doch er starb, um mich zu schützen. Und ich kann nicht anders, als mich schuldig zu fühlen. Ich durchlebe diesen Moment viel öfter, als mir lieb ist. Ich würde mich weniger hilflos fühlen, wenn ich Harlow und dem Rest von Rookwoods Bande wirklich ein Ende setzen könnte. Mit jedem Tag auf freiem Fuß richten sie mehr Schaden an. Und lassen Menschen wie Archie Bickle die Konsequenzen spüren. Das stimmt, Nati. Wir kriegen sie. Ich habe noch nie erlebt, wie sich jemand so sehr für etwas einsetzt. Danke.
Wir werden sie bestimmt kriegen. Bestimmt. Angefangen bei Harlow. Danke, dass du mit mir gesprochen hast. Das war's? Das war sehr hilfreich. Nee, das wäre jetzt ein blödes Ende, finde ich. Also, das ist aber, wir können uns aber hier die weihnachtliche Großhalle angucken. Die ist schon nicht schlecht, ne? Also, das muss man Hogwarts lassen. Die Großhalle und Hogwarts an sich ist richtig, richtig cool. Ja gut, da das jetzt, hi Louis, da das jetzt keine richtige Mission war, sondern nur einmal so Gelaber, und wir heute damit eigentlich nichts geschafft haben, außer, also was heißt nichts geschafft, wir haben super viel geschafft, wir reisen hierhin, wir machen noch eine Mission, eine Hauptmission machen wir heute noch und dann hören wir auf. Dann sind wir für heute gelandet. Aber eine machen wir noch, ich bin gerade gut drauf, ich habe gerade auch Bock. Und dann werden wir nach dieser Mission, oh Gott, ich will nicht kämpfen. Lass mich doch einfach da rein. Ich habe euch schon dreimal bekämpft. Hi, Mr. Troll. Dann haben wir im nächsten Stream nämlich auch. Ich sollte vorsichtig sein. Keine Spur von Lodgok hier draußen. Er muss schon drin sein. Ich hätte nicht gedacht, dass die Mission sofort startet, ne? Ist okay. Wir suchen den Kerl jetzt. Und schmeißen sehr wahrscheinlich sehr, sehr viele Sachen weg. Julia, alles gut bei dir? Gut, dass ich hier schon mal nicht reinkomme. Was für eine riesige Mine. Kann ich nochmal raus? Lodgok, wo steckst du nur? Da stimmt was nicht. Hier wimmelt es ja nur so von Renrocks Anhänger. Ich muss gut aufpassen. Protego! Die Frage ist halt, kann ich jetzt nochmal raus, weil ich ja jetzt hier mein Inventar ist ja mega voll. Ich hab ja hier. Ja, komm, zur Not schmeiß ich halt einfach weg. Ist auch egal. Dieser Wagen sollte mich tiefer in die Mine bringen. Oh, dann müssen wir mal den Wagen, ne? Wie bei Gringotts. Aber diesmal hab ich das Steuer in der Hand. Wie tief es wohl hinabgeht. Weiß ich nicht. Aber ich finde diese Achterbahn cool. Das da vorne muss das Ende sein. Schade. Mit den Dingen kann ich auf dem Flug fahren, da habe ich kein Problem mit, ne? Ihr seid Hauptsache irgendwie Dede, die mal, ne? Kann man auch gleich wegschmeißen. Komm, trinken! Okay, ich habe irgendwas zum Laufen gebracht, wo ich gar nicht weiß, was es ist. Wohin wohl diese Rohre führen? Ach hier!
Hier haben wir noch einen Sack, aber der wird auch schlechter sein als das, was wir jetzt anhaben. Also bringt mir der auch nichts. Revelio. War das schon alles? Hotel, Akio. Wow, Spiel lag und dann kann ich nichts dagegen tun, ne? Danke. Oh. Oh Gott, das ist zu viele. Da bist du ja. Nur weil man voll auf seiner Seite haben kann, ne? War echt knapp. Das war knapp, ja. Ich wollte die Truhe haben, wenn die mir schon angezeigt wird, oder war das gar nicht, die mir angezeigt wurde? Ich weiß es doch auch nicht, Leute. Und was ist jetzt hier? Das sind immer ein paar Truhen, oder? Okay. Aber ich hatte jetzt nicht den Wow-Effekt. Rebellion. Also bis auf eine Kampfarena waren die jetzt nicht viel, oder? Die Truhe ist oben. Oh ja, okay, gut, dann ist er halt bis auf den Kampf nicht gewesen. Gut, dass ich nicht von dem Aufzug zerquetscht worden wäre. Das wäre jetzt ein Höhepunkt gewesen, ne? Dann war der Kampf dann nicht jetzt mega unnötig. Rebellion.
so verwirrt. Und die Truhen sind noch einen über mir. Okay, gut. Also muss ich irgendwie nach oben kommen. Ich komme nach oben. Die Treppe vielleicht, ne? Ah ja, hier geht's hoch. Perfekt. Geht's auch wieder runter. Ich will doch gar nicht runter. Ja. Ah, hier geht's weiter hoch. Okay. Ja, easy. Oh, was ist jetzt passiert?